Wir haben Isabel und Katharina wieder getroffen aus Freiburg. Wie hat es euch gefallen? Super, war wirklich sehr gut. Definitiv ins Positive. Hat sich gelohnt jetzt. Hat sich die Partyfähigkeit vom Campingplatz verbessert? Ja. 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 Und nächstes Jahr kommt ihr wieder? Ja. Auf jeden Fall? Ja. Egal wer spielt. Egal wer spielt. Okay. Hier haben wir Markus und Martin aus dem sehr weit entfernten Leimen. Wie hat es euch denn beim ersten Mal bei Rockenheim gefallen? Ausbaufähig, aber war gut. Ausbaufähig inwiefern? Ja, die Partys können noch ein bisschen härter werden. Wieder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, vielleicht geht's zu Rock am Ring. Mal wieder. Mal wieder? Ja. Also hängt auch ein bisschen vom Line-Up ab. Oder von der Partyfähigkeit. Musik ist eigentlich schon interessant. Okay, alles klar. Das nenne ich mal ein Statement. Das sind Thilo und Kerstin aus Hannover. Wie fandet ihr es? Bisher ganz gut. Ich meine, ja, Gott. Das VIP-Camping war ein Rip-Off. Das haben wir wieso? Auch gesehen. Keine hast du Lux, hast du vergoldete Duschhähne erwartet, nee, oder was? Hab ich nicht. Das, von der Qualität her kann man nichts sagen. Nur für 1500 Leute 7 Duschen ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig, das haben wir schon öfter gehört. Ich glaube, das ist immer was haben danach. Ja. Und dir, Kerstin? Nathalie aus Luxemburg, sie hat sich den ganzen weiten Weg aufgemacht, nur um System of a Down zu sehen. Stimmt's? Fast. Also System of a Down, wie war's? Genial, absolut Hammer. Okay, und welche Bands haben dich noch positiv überrascht? Tenacious D fand ich auch hammergeil. Also überrascht war ich jetzt nicht, aber war auch geil. Okay. Deftones. Was war richtig scheiße? Das mit dem Müllpfand fand ich scheiße, weil wir haben irgendwie diesen Gong, was auch immer, nicht bekommen, als wir reingekommen sind und uns die Bändchen abgeholt haben.